Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Ländle TV. Ja, seit dem vergangenen Wochenende rollt die Kugel auf Vorarlbergs Fußballplätzen wieder, unter anderem natürlich auch beim Nachwuchsfußball. In Bregenz stand das Bundesländerduell zwischen Vorarlberg und Austria Wien auf dem Programm. Wir haben uns beim U16-Spiel umgesehen. Der Tabellensechste, die Ackerhypo Vorarlberg U16, empfängt in einer Nachtragspartie der 10. Runde die Gleichaltrigen der Wiener Austria. Dabei geht der Tabellenführer vom Verteilerkreis als der Favorit in die Partie. Doch das Ländle-Team von Trainer Helmut Hafner hat nichts zu verschenken, möchte den Wienern auf eigenem Platz das Leben möglichst schwer machen. Die Gäste ganz in Weiß mit dem Anstoß. Beide Teams so gleich on fire, legen so richtig los. Ballverlust der Ländle-Elf in der Vorwärtsbewegung. Die Austria mit Markovic weiter auf Mörth und dessen Stanglerpass drückt Hasan Deschiscu nach genau 2 Minuten und 17 Sekunden zum 0:1 über die Linie. Dritte Spielminute, der Favorit führt mit 1:0. Doch die Ländle-Jungs halten die Partie offen, fighten zurück. Ganze 3 Minuten später, wir schreiben die 6. Spielminute. Ebner schickt Sturmpartner Michi auf die Reise. Der läuft Ecker davon und schiebt die Murmel an Keeper Alfonsus vorbei zum 1:1 Ausgleich ins Netz. Beide Teams schenken sich nichts. Doch die Defensivabteilungen lassen vorerst nichts anbrennen. Und so geht es mit einem 1:1 in die Pause. Knalleffekt zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Gut eine Minute von der Uhr. Spielminute 47. Schlechte Kopfballabwehr von Austrias Ndukwe. Michi kommt ans Leder, läuft noch ein paar Schritte und dann scheppert's im Gebälk. Glück für die Gäste. Die Kugel springt vom Aluminium ins Torout. Weitere 4 Minuten später. Michi per Kopf weiter auf Fabio Ebner. Der trickst Ndukwe aus, aber Wiens Keeper Alfonsus klärt mit Fußabwehr. Besser machen es in der 59. Spielminute die Gäste. Bah auf Mörth, der legt für Rovcanin in den Rückraum. Karpenko und Wirth können die neuerliche Führung der Austrianer aber nicht verhindern. Die Gäste machen weiter Druck. 71 Minuten gespielt. Eckball für die Veilchen von der linken Seite. Gündük zirkelt das Ding genau auf den Kopf von Markovic und es heißt 1:3. Und als 3 Minuten später der Unterschiedsspieler, der allerdings ein Jahr ältere Romeo Mörth, auf 1:4 erhöht, ist der Deckel endgültig drauf. Die Partie für den Tabellenführer aus Wien entschieden. Der Doppelpack von Mörth 2 Minuten vor Spielende zum 1:5 ist nur mehr Draufgabe, sprich Resultatskosmetik. Fazit der Partie, der Sieg des Tabellenführers, der 2 ältere Spieler zum Einsatz brachte, ist verdient, fällt allerdings doch weit zu hoch aus. Bis zum 70. Spiel sehr offen gehalten, 200er zur Führung geht, leider nicht verwertet und ja, dann haben wir am Schluss einen Umschaltmoment nicht gut verteidigt, 2:1 gefallen und dann sind wir leider gleich auseinandergefallen. Ist nach dem 2:1, ihr habt einen aufwendigen Spielstil gehabt, eine aufwendige Taktik. Hast du das Gefühl gehabt, dass ein wenig die Batterien leer geworden sind? Fußball gibt es immer Momentums und wenn du das 1:2 kriegst und eigentlich näher am 2:1 warst wie der Gegner, das drückt ein bisschen auf die Moralbremse. Das muss man erst verarbeiten, vor allem in dem Alter ist sicher noch ein bisschen schwieriger.
das druckt dann mehr auf die Batterie als wie die Batterie selber. Und dann aber hat man die Veilchen zum Toreschießen quasi eingeladen, oder? Ja, danach haben wir ein bisschen Tag die offene Tür gespielt und war dann in der Höhe dann auch so okay. Danke und weiterhin alles Gute, Helle. Also wir haben früh das 1-0 kassiert, haben dann schnell wieder ausgeglichen, haben dann bis zur 70. gut gespielt, aber danach ist der Knoten geplatzt, haben ein Tor kassiert und danach war es eigentlich Katastrophe. Wie schwer war es, gegen die doch körperlich sehr starken Defensivakteure der Wiener zu spielen? Also so viel hat es nicht ausgemacht. Es war eigentlich ein ganz normales Spiel, kann man sagen. Aber nach dem 1-5, wir geben nicht auf. Kopf hoch, es geht weiter, oder? Ja, so war es, aber hat dann leider nicht mehr geklappt. Danke und weiterhin viel Erfolg. Danke. Nicht nur im Nachwuchsfußball rollte die Kugel am vergangenen Wochenende, auch in der VN Elite-Liga wurde gespielt. Unser Redakteur Helmut Welte hat sich ein paar Highlights herausgepickt. Das Tabellenschlusslicht aus Alberschwende empfängt den Tabellenzweiten aus Rottenberg. In einer abwechslungsreichen ersten Spielhälfte scheint es mit einem 0-0 in die Pause zu gehen. Aber eben, es scheint nur noch eine Minute zu spielen. Schatzmann tankt sich auf der linken Seite durch, spielt für Sebastian Ilmer auf. Der bezwingt im zweiten Versuch Rottenberg-Keeper Martin Kobras. Zum 1-0 Pausenstand. Zweite Spielhälfte. Die Gäste lassen nicht locker. 61 Minuten gespielt. Einwurf Rotenberg. Gurschler genau auf den Kopf von Marcel Steurer, der via Bogenlampe den 1-1 Endstand erzielt. Wir fahren nach Lautrach. Der Tabellenführer ganz in Grün empfängt den Tabellenneunten aus Göfis und geht als Favorit in die Partie. Doch die Gäste aus dem Oberland haben nichts zu verschenken, wollen auch aus der Höhle des Löwen etwas mitnehmen. Muntere Spielchen in Lautrach. 19 Minuten gespielt. Einwurf Göfis durch Palombo auf Fröwis, der mit dem Flankenball. Burak Yildiz setzt sich gegen Wiedel durch und zwirbelt die Murmel rechts unten für den Außenseiter ins Netz. Ist das bereits das Golden Goal? Die Heimischen versuchen alles, doch die beherzt kämpfenden und spielenden Göfner lassen nichts zu und nehmen den Dreier mit nach Hause. Nächster Halt, Dornbirn-Rohrbach. Einer der Aufstiegskandidaten, die Dornbirn-Admira, trifft auf den FC Andelsbuch. Und die Glockerelf legt gleich so richtig los. Fünfte Spielminute. Eckball Admira durch Wehinger, Kopfball Kilian Madlener. Und es heißt 1-0. In der Nachspielzeit des ersten Durchganges Noah Fehn mit dem Zuspiel auf Kilian Madlener und der erzielt den 2-0 Pausenstand. 4 Minuten im zweiten Spielabschnitt von der Uhr. Kilian Madlener lugst Jopi die Kugel ab und erhöht mit seinem Trippelpack auf 3-0. Nur 3 Minuten später, Elfmeter für die Gäste. Simon Walch verwandelt sicher zum 3-1. Die Admiraner legen nach. 72. Spielminute. Foulfreistoß Admira durch Pichler. Andelsbuch-Keeper Schneider kann die Kugel nicht festhalten. August Rusch ist zur Stelle und staubt zum 4-1 ab. 4 Minuten später klingelt schon wieder im Kasten der Wälder. Eine butterweiche Brunold-Flanke verwertet der völlig blank stehende Samuel Jörg zum 5-1 Endstand. Zurück in den Bregenzer Wald. Der FC Eck, der schon in der Hinrunde in Lochau als Sieger das Feld verließ, wollte auch zu Hause nichts anbrennen lassen. Ging es doch um wichtige Punkte für den Anschluss ans Mittelfeld. Im ersten Spielabschnitt
neutralisieren sich die beiden Mannschaften. Gelingt es keinem Team, eins zu netzen. So geht es mit einem 0:0 in die Pause. Ändert sich das im zweiten Spielabschnitt? Und ob? 51. Spielminute. Flankenball Simon Lang. Kopfballstaffette Fessler und Suterlütti. Elias Moosbrucker ist zur Stelle und bezwingt Eichhübel zum 1:0. Weiter offener Schlagabtausch in der Jungfrau bis zur 77. Spielminute. Dominik Fessler erkämpft sich das Leder. Doppelpass mit Fabian Lang. Und das Netz wackelt wieder. Eck führt mit 2:0. Der Lochauer Anschlusstreffer durch Raphael Mattis in der dritten Minute der Nachspielzeit kommt zu spät. Der Ecker Dreier ist bereits eingefahren. Die weiteren Partien der ersten Frühjahrsrunde. Der FC Hart gewinnt im Rhein-Delta-Derby bei FC Höchst mit 4:0. In den Spielen FC Nenzing gegen den FC Lustenau und Austria Amateure gegen den FC Hörbrands fallen keine Tore, enden 0:0. In der Tabelle bleibt der FC Lautrach mit 27 Punkten weiter auf Platz 1, punktegleich mit dem FC Rotenberg und einen Zähler vor der Dornbirner Admira. Die Austria Amateure, der FC Hörbrands und der FC Halberschwende bilden mit jeweils 12 Punkten das Schlusstrio. Das beste Netz hat eine Farbe. Erlebe das beste Mobilfunknetz und Festnetz-Internet Österreichs vom Testsieger. Zu Hause und im Büro. Das ist um Magenta besser. Als Handwerker, das ist immer die Frage, glauben wir das? Ich sprich aus Erfahrung. Messeallee Stand 8 erfahren Sie alles über die Firma Liebherr und erleben Sie als besonderes Highlight einen Mars Rover. Liebherr ist einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg und auch über die Grenzen hinaus bekannt. Und trotzdem bietet die Show auch uns die einmalige Gelegenheit, als Industriebetrieb zu zeigen, was wir können und welch vielfältigen Berufsbilder die Besucher auf der Show erwarten können. CBD-Öle aus eigener Landwirtschaft, Hanfkosmetik, Handfasertextilien und viele weitere hochwertige Produkte gibt es bei Weldaco zu entdecken. In der Halle 3, Stand 39, können Sie sich rund um die Hanfpflanze als nachhaltige Ressource informieren lassen. Ja, wie unschwer zu erkennen, wir haben jetzt einen Studiogast bei uns im Ländle-TV Sportstudio und zwar dreht sich jetzt alles rund ums Turnen. Herzlich willkommen, Roman Oberhauser. Servus. Servus, Marc. Freut mich. Ja, Roman, du bist Fachwart für die Turner in Vorarlberg. Was heißt das ganz genau? Ja, ich bin eigentlich zur Unterstützung für den Landestrainer da. Ich helfe bei organisatorischen Sachen wie Trainingslager vorbereiten und auch Anmeldung zu Wettkämpfen. So wie die Nachberichterstattung. Bist eigentlich auch so das Bindeglied zwischen Verband und Vereinen, kann man das so bezeichnen, und Turnern auch? Genau, im Nachwuchsbereich muss ich immer die Wettkämpfe größtenteils organisieren, die Zeitpläne erstellen
und schauen, dass die Anmeldung rund läuft. Jetzt geht's rund. Aktuell am kommenden Wochenende Großkampf in der Eissporthalle in Dornbirn, Messehalle 6. Staatsmeisterschaften stehen auf dem Programm. Ich glaube, da geht's mächtig rund in der Eishalle. Ja, jetzt haben wir drei intensive Wochenenden. Am ersten Wochenende haben wir die österreichische Staatsmeisterschaft mit den ganzen Elite-Turnen. Am zweiten Wochenende führen wir die Vorarlberger Landesmeisterschaft durch. Und das Sahnehäubchen ist dann noch das Breitensport-Event, die Turn 10 Meisterschaft, wo wir dann durchführen. Es geht also mächtig rund. Kommen wir gleich zur Staatsmeisterschaft. Das absolute Turnsport-Highlight von ganz Österreich. Ich habe es mal rausgeschrieben, 137 Starter sind mit dabei. Das Who is Who der Turnsportszene, kann man sagen, oder? Ja, also heuer ist die Staatsmeisterschaft so gut bestückt wie noch nie, weil es eigentlich die letzte Qualifikation für die Europameisterschaft ist, die in Rimini stattfindet in 3 Wochen. Und da werden alle noch die Top-Übungen auspacken und die letzten Plätze sind hart umkämpft. Und ja, da sind viele Weltcup-Finalisten dabei und das Who is Who von Österreich. Man kann sagen, es wird Turnsport vom Feinsten geboten. Wie sind denn die Chancen der Vorarlberger Teilnehmer? Als Top-Favoriten werden die Vorarlberger nicht gehandelt, zumindest in den Elite-Klassen nicht. Bei den Junioren schaut es ziemlich gut aus, dass wir eine Goldchance haben, aber Podestplätze sind in allen Bewerben möglich. Und kann man auch beim Turnen überraschen vor eigenem Publikum? Gibt es da Turner, die... Ja, es ist natürlich eine extra Motivation vor heimischem Publikum, wenn die Halle gefüllt ist. Super Atmosphäre immer im Vorarlberg. Also viel los immer? Immer viel los und super Stimmung. Geht es auch zu wie beim Fußballspiel? Ja, das ist immer so eine Sache. Viele Turner wollen es auch eher ruhiger haben. Es ist immer, kommt auf den Typ drauf an. Mhm. Der eine wird gepusht vom Publikum, die anderen ein bisschen abgelenkt. Wünschenswert ist eine Stimmung wie beim Fußball natürlich. Wäre auf alle Fälle eine tolle Sache. Und Vorarlberg ist ja Turn erprobt mit den Gymnastraden, mit Gym Spirit im vergangenen Jahr. Da war die Halle, die Messehalle auch bis zum letzten Platz gefüllt eigentlich. Und ja, die Stimmung optimal. Genau, in Vorarlberg kommen die Turnsport-Events immer sehr gut an. Es sind immer zahlreiche Zuseher hier. Wir würden uns auch auf mehr freuen. Und ja. Ja, Karten sind auf alle Fälle noch erhältlich. Karten sind erhältlich, sind direkt an der Tageskasse zu kaufen und wir freuen uns. Super Geschichte. Ja, und dann geht es weiter mit der Landesmeisterschaft und dann das Turn 10 Event noch. Für dich als Fachwart, für die Turner, da lacht das Herz wahrscheinlich, kann man vorstellen, oder? Ja, natürlich. 3 Großveranstaltungen hintereinander. Das freut uns. Der Hintergrund, dass wir alles so geballt haben, ist eigentlich der Geräteaufwand, den hier betrieben werden muss. Die Geräte kommen aus Stuttgart, werden hertransportiert und aufgestellt. Und ist natürlich ein Kostenfaktor, dass wir die nur einmal hertransportieren müssen, nur einmal aufbauen und dann 3 Wochen stehen lassen können. Die meisten Turner sind ja noch relativ jung, sage ich jetzt einmal. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs, mit dem Turnsportnachwuchs in Vorarlberg? Ja, Turnsportnachwuchs, der boomt. Wir haben jetzt bei der Landesmeisterschaft 330 aktive Kinder. Mhm. Die Zahlen steigen stetig und es schaut gut aus. Für dich sowohl in der Masse auch als in der Klasse. Für dich als Fachwart gilt das nach wie vor, dass der Turnsport an sich die Grundsportart Nummer 1 ist? Turnsport zählt absolut zu den Grundsportarten. Es wird sehr jung begonnen mit viel verschiedenen Bewegungen. Kraftbeweglichkeit wird alles gefordert und deshalb kann man sich vom Turnsport in alle Richtungen, alle anderen Sportarten gut entwickeln. Also wenn man das Grundgerüst sich beim Turnen aneignet, dann kann man Skifahrer genauso werden wie Motocrossfahrer. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt umsteigt, ist alles möglich. Perfekte Sache. Und wenn man jetzt zu den Kadersportlern noch ganz kurz kommen, Roman. Wie schaut das Training aus? Wie oft muss trainiert werden, damit man österreichische Spitze wird? Ja, trainiert wird täglich, bis auf Sonntag sind meistens Pausen. manchmal 2-mal am Tag, da ist die Kooperation mit dem Sportgymnasium immer gut. Mhm. Und danach im Heeresleistungszentrum wird halt tagtäglich 1 bis 2-mal trainiert. Kommt man auf Stundenpensum, 30 bis 40 Stunden die Woche. Also enorm. Enorm ohne Regenerationsmaßnahmen eingerechnet. Ist ein Fulltime-Job.
Ja. Genau. Und das große Ziel der Sportler, Olympia auch, oder? Olympia, klar. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympia ist der Traum eines jedes Turnieres. So soll es sein. Und ja, wir wünschen uns natürlich viele Zuschauer am kommenden Wochenende in der Eissporthalle. Wir hoffen das und wir werden richtig klasse Turnsport bieten. Und kommt vorbei, seht euch an und wir freuen uns. Ja, so schaut's aus. Vielen Dank, Roman, für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Danke, Marc. Soweit also Roman Oberhauser zu Gast beim Ländli-TV-Studio. Und ja, wir würden uns über viele Besucher freuen in Dornbirn. Der Turnsport Vorarlberg lädt zur großen Staatsmeisterschaft in die Messe Eissporthalle. Das war's schon wieder vom Sport für diese Woche hier auf Ländli-TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und einschalten. Bis dann.